Gute YouTube. Ich melde mich auch mal wieder zurück und zwar mit meinem allerersten Vlog auf dem Kanal hier. Wir haben jetzt Mittwoch, bin gerade auf dem Weg zum Friseur und am Wochenende geht es dann auf ja, große Reise nach Österreich zum Formel 1 Wochenende. Dann gehen wir jetzt nochmal die Haare frisch machen. Bart kommt heute Abend noch weg. Und dann geht's morgen erstmal nach Karlsruhe zu Hardy, der mich dann mitnimmt nach Österreich. Auch großen Dank da an Hardy an der Stelle schon mal ganz am Anfang. Der Mann hat es mir ermöglicht, mit nach Österreich zu kommen. Bei ihm ist ein Kumpel abgesprungen, der es beruflich nicht schafft mitzufahren. Ich habe das Ticket genommen, 3 Nächte im Hotel. Wird eine geile Fahrt, bin gespannt. Und dann hören wir uns spätestens heute Abend beim Taschenpacken, denke ich mal. Also, haut rein. Ich bin jetzt hier schon meine Tasche am Packen. Die Tasche nehme ich mit. Die müsste für 3 Übernachtungen ausreichen eigentlich. Nehme jetzt hier noch ein paar Klamotten raus. Ganz, ganz wichtig, mein Oberteil von Ferrari, was ich mir neu bestellt habe, das Polo. Das werde ich, ja, so oft es geht, anhaben am Wochenende. Bin sehr gespannt. Guck mir nebenbei hier ein bisschen den Stream vom User an. Und dann geht's auch gleich ins Fußballtraining. Nito, es geht nach Österreich. Da sind wir beim Hardy im Auto. Jetzt geht's los nach Out. So, ich bin jetzt hier an der Tanke. Ich will seit 10 Minuten aufs Klo. Da drinnen wird einfach so eine harte Arbeit abgeliefert, glaube ich gerade. Mann, Mann, Mann. Wir sind jetzt seit einer knappen halben Stunde in Österreich, glaube ich. Haben das Auto gerade mal an der Seite abgestellt. Das ist Hardy und guckt euch mal diesen Ausblick an. Standen zwar mega im Stau, 3 Stunden schon Verzögerung, haben noch ein bisschen Fahrt vor uns, aber ist auch traumhaft hier. Man sieht leider nicht alles, weil es hier wirklich sehr, sehr ja, zugezogen ist, regnerisch. Ich bin schon klitschnass jetzt, aber geil. So, wir rufen jetzt gerade im Hotel an, weil wir Check-in nur bis 22 Uhr haben. Und das Problem ist, wir sind erst um 23.30 Uhr da, weil wir so im Stau standen, dass wir 3 Stunden später ankommen. 23.41 Uhr zeigt es uns jetzt gerade an. Ja, mal gucken, ob das klappt. So, wir haben jetzt hier ja, 23 Uhr circa. Wir haben noch knappe 60 Kilometer vor uns, dann sind wir im Hotel in Graz. Ja, war eine happige Fahrt, sehr, sehr viel Stau leider. Ja. Wir sind dann 700 Kilometer gefahren und haben dafür 10 Stunden gebraucht. Nach Barcelona war es, glaube ich, 1300 im Februar oder im April, war ich da, glaube ich. Und da habe ich nur 12 Stunden gebraucht, also nur 2 Stunden mehr für 500, 600 Kilometer mehr. Ja, ist schon eine Hausnummer, aber ist halt jetzt mal so. Ich bin ziemlich fertig, Hardy auch bedient. Aber man muss sagen, der 1er BMW hier, sehr sparsam. Wir haben voll getankt. Wir sind jetzt knappe 650 Kilometer gefahren und das Ding ist, ja, jetzt halb leer. Also wir haben noch einen halben Tank. Super. So, hier ist jetzt unser Hotel. Ich versuche da jetzt nur einzuchecken, sollte aber funktionieren. Wenn die Tür zu ist, ruf mir an. Und ja. So, hier sind wir jetzt im Hotel angekommen. Nichts Wildes, 3-Sterne-Hotel. Hier ist das Bad. Langt aber. Wir sind ja eh kaum hier. Von daher völlig in Ordnung. Großes Bett. Kein Tisch, Fernseher, mehr brauchen wir nicht. So, das hier ist die Aussicht aus dem Zimmer übrigens. Ferrari Outfit schon an, Haare muss ich noch machen. Ich zeig's euch einmal. Ist ganz schön hier. So, wir laufen jetzt gerade durch die Grazer Innenstadt. Aus dem Hotel frisch raus. Suchen uns jetzt erstmal was Kleines zum Essen. So, wir haben uns jetzt gerade beim Bäcker noch was zu essen geholt. Ich habe so ein Baguette mit Brie-Käse. Brezel und Ketamin-Tee. Schmeckt ganz gut. Hardy, Brezel und Tee. Ich habe mir noch ein Wasser eingesteckt. Und jetzt geht's zur Strecke. Vor allem fragt man die Leute in den Kommentaren, ob sie lieber Kaffee oder Tee trinken. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr lieber Tee oder lieber Kaffee trinkt.
Wir müssen gleich unsere Tickets vorhalten. Wir stehen jetzt hier an der Ausfahrt, wo es Richtung Rennstrecke geht. Ja, noch 2,5 Kilometer stehen wir jetzt hier im Stau. Mal gucken, wie lange das anhält. Und dann müssen wir noch zur Strecke laufen. Das sind auch nochmal so 2,5 Kilometer ungefähr. Und dann brauchen wir dafür 20 Minuten vielleicht. 20, 30 Minuten. Und dann sind wir da. Danke dir. So, wir haben jetzt 12.25 Uhr, hier geht's gar nicht voran. Training beginnt 13.30 Uhr. Guck mir mal an, was da vorne jetzt abgeht. Ja, ich glaube, vom ersten Training werden wir nicht viel sehen. Qualifying sollten wir schaffen. 16.30 Uhr, glaube ich, oder 17 Uhr so jetzt. Guckt euch aber selbst mal an. Ist echt so kranker Verkehr, so ist es nicht erlebt. Dass wir morgen vielleicht anders zur Strecke kommen. Ja, schade, keine Ahnung. Mal gucken. Wir sind jetzt hier am Parkplatz. Jetzt werden wir wahrscheinlich eingewiesen. Ja, mal gucken, wann wir dann letztendlich wirklich an der Strecke sind. Aber geil, bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Aber geisteskrank lange waren wir unterwegs. Das sind 70 Kilometer. Wir waren 5 Kilometer. Und wir waren 3 Stunden unterwegs. Für 5 Kilometer haben wir 2 Stunden gebraucht. Teilweise. Krank. Naja. Hello? Camping or parking? Parking. Parking. That way. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome to my Engel. Love you. Lieb dich. So, wir sind jetzt hier am Campingplatz. Wie ihr sehen könnt, da stehen überall Wohnwagen. Natürlich extrem viele Max Verstappen-Fans. Zeig euch das gleich mal. Da hinten geht es noch den kompletten Hügel hoch. Und da stehen die überall. 30.000 Camper werden hier erwartet. Und ich drehe mich einmal um. Da hinten auch wunderschöne Kulisse. Die Berge. Es ist geil hier. Und wir kriegen doch sogar was mit vom Training wahrscheinlich. Wir hören extrem laut schon die Autos, hier fliegen die Hubschrauber lang. Sollten gleich da sein. Ich hoffe, wir kommen schnell durch die Einlasskontrolle. Und dann haben wir gleich die ersten Aufnahmen von den Autos vielleicht. Geil! Ja! Hype! Bock! Die Leute, das ist so geil. Weil die sind an der Rennstrecke, campen hier und gehen einfach nicht mal hin. Das finde ich auch krank. Aber manchmal nur ein Ticket fürs Rennen dann auch vielleicht. Mann, wir gehen mal dahin. Geh mal dahin. Geil, oder? So, hier sind wir jetzt an der Eingangskontrolle, müssen die Tickets zeigen. Hier geht's rein. Security Check, Tickets vorzeigen. Und dann sind wir drin. Verstappen ist gerade die schnellste Runde gefahren. Und ja, alle Leute sind ausgerastet. Kurz darauf aber Sainz und Leclerc ihn nochmal geschlagen. Das hat gerade im Q1 auf Platz 1 und 2 die beiden Ferraris. Geil! So, Maps. Verstappen ist gerade die schnellste Runde im Training gefahren. 3,5 Zehntel schneller als Leclerc. Es sind jetzt noch knapp 15 Minuten, 20 Minuten, glaube ich, im Training. Mal gucken, wir sind direkt an der Strecke. Wir sind auch wirklich überall Tribünen. Das ist so heftig, das habe ich gar nicht erwartet. Also ich wusste, es sind viele Tribünen, aber es ist ja wirklich riesengroß. Überall. So, hier auch ein ganz geiler Spot. Sitzen die ganzen Leute. Es ist wirklich mega, mega viel los schon, obwohl es auch Training ist. Wir fahren direkt die Autos neben uns. Krank. Dann sind ja überall an der Strecke verteilt solche LKWs.
wo dann sozusagen das komplette Rennen, Qualifying, Training und so weiter gezeigt wird und wird auch jeweils immer kommentiert alles. Und wir sind jetzt unmittelbar an der Strecke. Hier fährt gerade der Ferrari an uns vorbei. Ich kann gerade mal die Kamera zu euch drehen. Wir suchen uns jetzt noch einen guten Platz. Andere in der Schlussphase zwischen Leclerc, Perez und Hamilton. Groß raus an die Tribüne. So. Da haben wir jetzt die Safety Car einmal gesehen. Erstes Training ist rum, Verstappen auf der 1, Leclerc auf der 2 und Russell auf der 3. Das ist so die aktuellen Zeiten, die gefahren worden sind. Mal gespannt, was im Qualifying später abgeht. Vielleicht ist noch Formel 3, vielleicht zeige ich euch davon auch einfach ein paar Aufnahmen zwischendurch. Wir gucken mal, vielleicht gehen wir noch ein Stück weiter dahinter jetzt, damit wir noch ein bisschen höher sitzen. Wir haben uns jetzt neue Plätze hier geholt. Das ist gerade die Qualifikation von der Formel 3. Und zwar die Top 10 werden aus Mittelrennen morgen umgedreht und alle anderen, das restliche Starterfeld dann, so wie es jetzt reinläuft, im Hinterrennen und insgesamt zwei Qualifikationen, die wir heute erleben, gilt dann für das Hauptrennen. Ich habe mir eine Pulli übergezogen, weil die Sonne so reinknallt und ich jetzt schon Sonnenbrand habe. Aber es ist richtig, richtig geil. Und Qualifying von der Formel 1 ist dann direkt im Anschluss sozusagen. Mal gespannt, wie die Pole holt. Ich denke, Verstappen. Aber wir gucken mal. Raus auf dem Weg so. Auf die Strecke. Das ist Q1 die geht jetzt los. Weichste Reifenmischung, die Pirelli überhaupt im Arsenal hat. Wir haben hier die Mischungen C1, gespannt, C2, wer alles eliminiert C3. Wird und welche 15 Fahrer schaffen, ins Q2 zu kommen. Sainz hatte gerade die schnellste Runde, kriegt es aber wieder weggenommen wegen Track Limits. Und wir haben noch keinen Mercedes auf der Strecke gesehen. Also bleibt spannend. Schumacher auf Platz 1, Schumacher auf Pole. Das hatten wir schon mit Schumacher auf Rennen. Bin gerade auf P1 gefahren, aber ist natürlich das Q1 erst. Und da kommen noch viele schneller herunter. Aber schöne Momentaufnahme. Verstappen ist gerade die schnellste Runde gefahren und ja, alle Leute sind ausgerastet. Kurz darauf aber Sainz und Leclerc ihn nochmal geschlagen. Das hat gerade im Q1 auf Platz 1 und 2 die beiden Ferraris. Geil! So, Q1 ist jetzt rum und die zwei Ferraris bleiben mit den besten Zeiten stehen auf 1 und 2. Auf der 3 ist Verstappen jetzt derzeit und raus ist auf jeden Fall Vettel leider auf P20 sogar. Starten wir morgen im Sprintrennen. Aber wegen Track Limits auch. Also er wäre so oder so raus, aber so ist er halt auf P20 zurückgefallen. Ricardo ist noch raus, Zhou ist raus, Latifi ist raus und Stroll ist raus. Das sind jetzt die 5 Jungs, die aktuell raus sind. Bin mir gespannt, was in Q2 noch passiert. Hamilton jetzt sogar gerade die schnellste Runde gefahren in Q2, aber es sind noch gute 10 Minuten. Also mal gucken, was da jetzt noch so passiert. Fährt er gerade an uns vorbei. Die Ferrari ist auch sehr, sehr stark dabei dieses Wochenende. Die Red Bull ist ja auch sowieso. Bin jetzt sehr gespannt, ob einer von den Haas irgendwie in Q3 schafft, aber ich denke nicht. Was sehr, sehr geil ist, Haas gerade auf 6 und 7 und die fahren identische Zeiten. Mick ist einfach nur 2000stel schneller gefahren als Magnus gerade. Ich denke aber, die müssen nochmal nachlegen und trotzdem in Q3 zu kommen.
So, Q2 ist jetzt durch. Gasly, Albon, Tsunoda, Bottas, Norris sind draußen. Mick auf Platz 10 hat es ins Q3 geschafft. Richtig geil. Mal gucken, was er da jetzt im Q3 noch reißen kann. Wäre natürlich geil, wenn er dann noch ein bisschen nach vorne kommt. Geht aber sehr, sehr schwer jetzt. Aber es ist doch eine gute Grundlage für Sprintrennen morgen. So, es geht jetzt ins Q3 rein. Gute Stimmung hier. Fährt gerade der erste Mercedes an mir vorbei. Ich weiß gar nicht, ob es Russell oder Hamilton war. Da kommt jetzt Leclerc an mir vorbeigefahren. Magnus, Alonso, Mick, alle da. Mal gespannt, wer sich die Pole heute schnappt. Ferrari ist richtig gut dabei, aber ich glaube, Verstappen haut jetzt nochmal einen raus. Hamilton eingeschlagen. Und direkt der zweite Mercedes hinterher. Russell dreht sich auch raus, hängt in der Bande. Wieder rote Flagge. Mercedes, was sagst du? Also das Hamilton letztes Mal das Auto mitgeworfen. Und 5 Minuten später macht Russell das Gleiche. Das kann nicht wahr sein. Bist du bedient? Ja. Santos. Ist rein auf die Start. Zielgerade. Charles Leclerc mit der Attacke auf die 1-0, 5-0. Leclerc aktuell auf Pole. Das ist jetzt die Frage. Sainz auf 2 und was macht Verstappen? Ferrari also diesen Schuss. Verstappen auf die Pole. Verstappen schafft es auf die Pole, dahinter Leclerc und Sainz. Mick auf der 8, Stimmung hier grandios, am ersten Tag, am Freitag. Und ich freue mich morgen auf Sprintrennen, Sonntag dann der große Preis von Österreich. Wird mega geil, Adi ist bedient im Mercedes-Outfit, der hat keinen Bock mehr, der packt mal die Sachen und zieht schnell ab. So, ihr seht ihr nochmal, wie viele Menschen hier wirklich sind, das ist verrückt. Da hinten auf der großen Tribüne, dann hier unten, hier rechts geht's weiter, Start und Ziel sehen wir von hier ja gar nicht so. Hinter uns ist auch noch eine große Tribüne und hier überall sind Leute, die noch stehen, sitzen, auf den Wiesen, wie auch immer. Mega. Also ganz komisch, wir sind jetzt wirklich frisch vom Gelände runtergefahren, klar auf dem Parkplatz dauert es ein bisschen, bis du runter bist, aber es waren auch nur 5 Minuten vielleicht. Und hier läuft der Verkehr einfach komplett flüssig. Und ich verstehe nicht, warum das Hinzug so anders ist. Also es war wirklich, wir haben für eine 70 Kilometer Strecke, das möchte ich euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ich glaube 3,5 Stunden gebraucht oder so. Und für 5 Kilometer waren nur die 2 Kilometer, genau. 2 Stunden. Für eine 5 Kilometer Strecke haben wir 2 Stunden gebraucht. Aber mein Sonnenbrand kickt echt gut rein. Und meine Arme auch. Meine Arme sind auch. Guckt, ja, sieht man jetzt nicht so, aber es ist schon, ja, wir sind auf jeden Fall rot. So, sind im Hotel, gucken hier ein bisschen die Frauen-EM. Schöne Pizza, Hardy hat Nudeln, hat aber leider kein Besteck. Muss gleich unten in der Rezeption sich irgendwie Besteck holen. Und ja, das war dann unser Abend. Wir melden uns am nächsten Tag wahrscheinlich. Morgen, Tag Nummer 2. Ja, wir sehen können, Sonnenbrand kickt rein. Ich habe mich jetzt komplett eingecremt. Werde aber dennoch ein bisschen langes Zeug mir überziehen. Egal wie warm es ist, einfach um mich da ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Hardy ist jetzt gerade duschen, dann gehen wir auch gleich schon los. Wir haben jetzt 9.30 Uhr, gehen dann nochmal was zu essen, einkaufen für unterwegs. Wir nehmen es heute in Kauf, dass wir vom Training ein bisschen wieder was verpassen, ist okay für uns. Wichtig dann halt für Sprintrennen einen guten Platz aber zu haben. Sieht aus wie ein Vollidiot, aber egal. Wir haben es jetzt gepackt und das Krasse ist, wir sind heute über den Landweg gefahren und wir sind einfach so viel schneller. Wir sind locker 2,5 Stunden schneller da als gestern. Ich bin Macher. Wir sind um die gleiche Zeit losgefahren wie gestern, obwohl das Training eine Stunde früher ist und wir sind einfach eine halbe Stunde früher da oder so. Verrückt, geil. So, ich schütze mich jetzt wirklich so vor der Sonne, ich versuche so zu sitzen, soweit es geht. Haben heute aber echt ganz geile Plätze, finde ich. Also das zweite freie Training ist jetzt beendet. Science 1,
Leclerc 2 und Verstappen auf 3. Also eigentlich alles wird erwartet. Aber darf man nicht ganz so viel drauf geben. Jetzt gerade werden noch ein paar Probestarts gemacht. Die fahren in ihre letzte Runde, kommen dann in die Box. Und dann geht es um 16.30 Uhr weiter mit dem Sprintrennen hier in Österreich. Wir fahren 24 Runden, glaube ich. Bin mal gespannt, wie sich Hamilton vorarbeiten kann. Da war gestern echt gut dabei von der Pace. Und auch Russell, der dann von der 5 startet. Perez hat ja jetzt die Kutschkraft bekommen, wodurch Schmidt auf einmal auf der 7 ist. Ich glaube, man spannend, ob der da einen Punkt heute schon mitnehmen kann. Wäre natürlich mega für ihn. Und dann natürlich auch eine gute Ausgangslage für morgen. Das ist jetzt die Qualifikation vom Porsche Supercup. Der findet auch dieses Wochenende hier statt. Auch ganz geil, habe ich noch nicht gesehen. So, hier war ein super Spot, um nicht aufs Dixie-Klo gehen zu müssen. Sieht man ganz gut. So, und überall gehen die orangenen Pyros an auf den Tribünen. Schaut euch mal an, wie viel hier los ist. Das ist verrückt. So, die Ampel ist jetzt an. Da können wir jetzt in die erste Kurve einblicken. Nochmal eine Sicherung. Und da hinten ist einer raus. Kommt aber wieder rein. Verstappen gewinnt hier das Sprintrennen, dahinter Leclerc und Sainz. Da gibt es jetzt noch den Applaus. Das war es dann sozusagen vom Sprintrennen. Die ersten drei Positionen bleiben gleich, wichtige Punkte, die da mitgenommen werden. Geiles Duell dazwischen Magnussen, Mick, Hamilton und Bottas. Da bin ich echt nochmal auf die Aufnahmen gespannt, ob da was Gutes dabei war. Ich denke schon. Und dann sehen wir uns morgen zum Rennen spätestens wieder. Jetzt gibt es überall hier diese Züge, die dann zur Strecke hochfahren und runter auf den Parkplatz auch wieder. Und das den ganzen Tag hin und her. Die sind immer richtig überfüllt. Jetzt hatten wir gerade das Glück, dass wir einen erwischt haben. Und sind wir auch viel gelaufen. So sieht das Ganze dann aus. Spaßen die halt die paar Schritte dann, ne? Ja, wir sind jetzt hier im Hotel und mein Sonnenbrand, der ist echt katastrophal. Ich war jetzt gerade schon duschen, aber meine Haut oben auf der Stirn, die platzt schon auf und da kommt so gelbes Sekret ein bisschen raus. Nicht so nice. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser im Verlauf der nächsten ein, zwei Wochen, aber ich denke mal, meine Haut will sich da komplett regenerieren und wird sich einmal schälen, wie man das so schön kennt. Und das, ja, nicht nur ein wenig, sondern wirklich komplett ab.
Morgen, morgen. Wir haben jetzt 9.30 Uhr circa. Wir checken gleich aus dem Hotel. Hab hier schon meine Sachen gepackt. Hardy ist auch dabei, putzt gerade noch Zähne. Dann geht's schon direkt an die Rennstrecke. Um 13 Uhr ist dort Fahrerparade. Das heißt, dort fahren die Fahrer einmal hinten auf dem LKW-Anhänger mit um die Strecke sozusagen und begrüßen die Fans. Um 15 Uhr geht ja das Rennen los und dann fahren wir direkt von der Rennstrecke im Anschluss nach Hause. Can I ask you for your race prediction for the race today? Yes, of course. I think Max Verstappen makes the home Grand Prix and gets first. Okay. I hope for Leclerc to be the second. I think Sainz third. Okay. I hope for Checo for the fourth. Oh, okay. On the Mercedes, Hamilton and I think fifth and sixth. I'm not the biggest Mercedes fan, but it's clear. I like them more this season than last season, so yeah, they can make fifth and sixth. So and, it would be fine for me. I'm from Germany. My favorite is Mick Schumacher. Oh, yeah. What's your prediction for Mick? I hope Mick makes points again. Mm-hmm. And he continues his streak and gets better every race. Okay. I like him too. Okay. Thank you. You're welcome. Good race. So, das hier ist jetzt die Fahrerparade. Da kommen die ganzen Fahrer einfach mit LKW an der Strecke lang gefahren. Grüßen die Fans. Davor sehen wir noch die Safety Car. Bin ich mal gespannt. Sehen wir jetzt Magnussen, Schumacher und dahinter Hamilton. Sehr, sehr geil auch, dass Schumacher schon an Hamilton vorbei ist und Magnussen jagt.
zurück, hat jetzt freie Fahrt erstmal. Und mal schauen, wann die Ferraris in die Box gehen. Verstappen wird jetzt gejagt von Leclerc. Wir müssten da jetzt gleich weiter rauskommen. Schaut euch mal an, wie dicht er an dem Rand ist. Und mal schauen, wie lange das jetzt dauert. So bitter, was gerade passiert ist. Sainz war auf dem Weg dabei, Verstappen zu überholen. Dann ist das Auto in Flammen aufgegangen. Es hat einen Schlag gegeben bei Sainz. Und jetzt werden die Karten halt wieder neu gemischt. Wir sind froh, dass da dem Sainz nichts passiert ist. Jetzt sieht man es gerade nochmal in der Wiederholung. Wir waren kurz alle still. Und ja, wenn jetzt in die Box gegangen wird, nochmal neue Reifen drauf. Verstappen dann wieder direkt an Leclerc dran. Mal gespannt. Aber Mick kommt so nochmal eine Position nach vorne. Mal gucken, ob das dem jetzt zugute kommt oder nicht. Ich bin gespannt, wenn er nochmal die Reifen wechselt. So, es sind jetzt noch 11 Runden zu fahren. Es geht weiter. Es war nur ein virtuelles Safety Car. Zum Glück kein richtiges. Das wäre sonst richtig, richtig bitter gewesen. Ich denke, Leclerc kann jetzt trotzdem das Ding nach Hause fahren. Mal abwarten, was da jetzt noch passiert. Hamilton aktuell jetzt auch auf dem Podium. Und Verstappen natürlich auf der 2. Und für Mick geht es jetzt weit nach vorne. Ne? Also er ist auf der 6. Mal gucken, ob vielleicht noch was geht. Aber Big Points aktuell, wenn nichts mehr passiert. So, Leclerc fährt jetzt gerade auf Start und Ziel los. Nochmal einmal die letzte Kurve. Und da hat er es gepackt. Fährt Schlangenlinien und ist über der Linie und gewinnt den großen Preis von Österreich. Mega, mega geiles Rennen. Ferrari auf 1. Sainz hätte sogar auf die 2 geschafft wahrscheinlich. Wäre sein Auto nicht ausgefallen. Verstappen dahinter. Und Hamilton schafft es aufs Podium. Und sehr, sehr geiler 6. Platz auch für Mick. Und mega Stimmung hier in Österreich. Ich verabschiede mich hier aus dem Vlog. Vielen lieben Dank für euren Support. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.